Hallo, ich bin Jens Geier, herzlich willkommen zu meinem Videopodcast. Gesundheit ist in der EU die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Das Europaparlament oder die Kommission haben hier kaum etwas mitzureden. Die Corona-Pandemie hat allerdings sehr schonungslos die Schwachstellen der nationalen Gesundheitssysteme aufgedeckt und deutlich gemacht, wie problematisch es ist, wenn Gesundheitsfragen ausschließlich auf Ebene der Mitgliedstaaten entschieden werden. Als konkrete, greifbare Lösung hat die EU nun ein neues, sehr ehrgeiziges Gesundheitsprogramm auf den Weg gebracht mit dem schönen Namen EU for Health, also EU für Gesundheit. Für die nächsten 7 Jahre, also von 2021 bis 2027, so lange wie der aktuelle Langfristhaushalt der EU geht, wird EU for Health mit 5,1 Milliarden Euro ausgestattet. Das war ein zähes Gerangel mit den Mitgliedstaaten. Der ursprüngliche Kommissionsentwurf sah 9,4 Milliarden vor. Die Mitgliedstaaten haben das auf 1,7 Milliarden Euro runtergekürzt und am Ende haben wir uns dann auf gut 5 Milliarden geeinigt. Mit dem Geld sollen die Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten krisenfester gemacht werden. Geplant ist zum Beispiel, einen Vorrat wichtiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte anzulegen und Innovationen im Gesundheitssektor zu fördern. Das ist zentral, um die Abhängigkeit der EU-Staaten von Nicht-EU-Ländern bei der Belieferung mit Medikamenten, medizinischen Geräten und Schutzausrüstung zu verringern. Mit EU for Health kann eine Reserve von Gesundheitspersonal und ExpertInnen geschaffen werden, die im Krisenfall kurzfristig einsatzfähig ist. Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen sollen für den Einsatz in der gesamten EU ausgebildet werden. Gesundheitsbedrohungen werden mit EU for Health in Zukunft besser überwacht, damit wir schneller und effektiver reagieren können. Und auch Gesundheitskampagnen und Präventionsprogramme werden durch EU for Health unterstützt. Langfristig soll EU for Health den EU-weiten Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern und Ungleichheiten zwischen Ländern, Regionen oder bestimmten Bevölkerungsgruppen abbauen. Ich denke, niemand von uns hat sich vor 2 Jahren wirklich vorstellen können, was es heißt, einer Pandemie wie Corona gegenüberzustehen. Das war jetzt eine wirklich bittere Zeit. Und zu einer verantwortungsvollen Politik gehört, daraus zu lernen und sich für die Zukunft besser aufzustellen. EU for Health leistet dazu einen ganz wichtigen Beitrag. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das nun gemeinsam auf den Weg gebracht haben. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.